Miami, see the skyline of the 12th and Einstein. Noch kein Mietmeister. Ich mache jetzt auch das erste Mal einen fliegenden Recorder aus der Delta 44. Fluglager Teil 1, Tag 1, ein bisschen verspäteter Start wegen schlechtem Wetter. Bin jetzt gerade losgeflogen mit Julian in der 1 Kilo. Sind jetzt kurz vor Heilbronn, kommen recht gut voran. Und sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich hatte ja schon ein bisschen Bedenken, ob ich an Julian dranbleiben kann, aber bisher sieht es noch ganz gut aus, wie gesagt. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir da in Nordosten kommen heute. Und dass wir auch wieder nach Hause kommen. Ich werde immer wieder mal ein Update geben. Ich hoffe, das klappt alles so, wie geplant. Und dann sehen wir uns später. Sieht nicht gut aus. Nee, sieht nicht so geil aus. Scheiß auf die Landung, ey. Jetzt kämpft mal, die entwickelt sich gerade oben, also ich denke mal, das kommt dann schon bald gleich. Wie ist das bei euch? Schlecht, wir melden uns gleich nochmal. Jo, hi. Wir sind jetzt nördlich Niederstetten, sind da mal kurz ein bisschen aktiv gekommen. Buddeln uns da jetzt gerade wieder aus, da drüben buddelt der Julian in Verlängerung an meiner Fläche. Haben jetzt wieder 1000 Meter Ground, vorhin waren wir mal kurz auf 400 unten, aber jetzt haben wir hier einen schönen 1,8, vorhin hat er mal 2,3 integriert gehabt, Bart, und haben uns da wieder ausgebuddelt. Den machen wir jetzt hoch bis zur Basis und dann geht es weiter in Nordosten. Nachdem wir da nördlich Niederstetten jetzt recht tief waren, haben wir quasi gewendet und fliegen jetzt mit dem Kurs Richtung Westen, Richtung Schlierstadt gerade. Und da kann ich echt unter den Wolken durchballern. Geht wie Sau, obwohl eigentlich ziemlich bedeckt ist. Ich würde schätzen so 7, 6, 8, 8, 8. Haben wir jetzt eigentlich seit da, wo wir tief waren und wieder hochgebracht haben, nicht einmal mehr gekurbelt. Geht ziemlich gut. Oh,
krass. Ja, hi. Wir sind jetzt noch in den Pfälzer Wald reingeflogen, bis kurz vor Rammstein. Haben da jetzt rumgedreht, fliegen eigentlich fast dieselbe Strecke wieder zurück aktuell. Geht ziemlich gut hier. Die Basis ist zwischenzeitlich auf knapp 2000 Meter angestiegen. Und ja, haben jetzt 340 Kilometer auf der Uhr. 85er Schnitt. Eigentlich tippitoppi. Mal ein ganzes Stück im Westen geflogen bis nach Landau, bis kurz vor Landau, und haben da jetzt wieder gewendet. Sieht ziemlich dunkel aus da im Schwarzwaldeinstieg, da regnet es auch schon ganz schön mächtig, im Norden oben ebenfalls. Wir haben jetzt aber Kurs auf Hangstein eingeschlagen, haben noch 35 Kilometer. OEC mittlerweile, glaub selbst 500 Kilometer auf der Uhr. Ja, müssen wir noch ein bisschen über den Platz rausfliegen, weil der OEC zieht ja da noch ein bisschen was ab, damit man dann auch. Ja, machen wir das Auto da fett da hoch und dann können wir da rechts die Wolken mit heimnehmen. Dass wir auch wirklich die 500 haben, das wäre echt der Oberknaller. Habe ich eigentlich gar nicht mit halb rechnet bei der Vorhersage, aber gut, sah deutlich besser aus, wie die Vorhersage war. Aber nichtsdestotrotz haben wir Flug. Und kurz vor der Landung gibt es nochmal ein Update. Ja, wie es aussieht, hat es gerade die GoPro hier zerlegt, zumindest nimmt sie nicht mehr auf. Mal schauen, ob ich das noch irgendwie in den Griff kriege, aber ich befürchte, dass es dann leider kein Video von den letzten 20, 30 Minuten in der Landung gibt. Ja, vielleicht kann ich die ich gerade hier in der Hand halte, vielleicht kann ich mit der noch ein bisschen filmen.